Willkommen zurück zum Let's Play von City Skylines. Entschuldigung, meine Stimme ist momentan wieder ein bisschen hinüber und das passiert mir jedes Mal am Abend. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich liegt es daran, dass es jetzt schon die dritte Folge ist am Tag, die ich jetzt aufnehme und keine Ahnung. Früher habe ich mal mehrere aufgenommen, da war nie so ein Problem. Egal, aber wir machen jetzt einfach mal hier weiter. Wir haben ja gesagt, Güterbahnhof wollen wir ja unbedingt hier machen. Ach, der Kackersee, ey. Den sieht man schon von Weitem. Aber ich glaube, der wird noch zur Berühmtheit. Also ich glaube, das wird zur Touristenattraktion. Der Kackersee. Ich glaube, da wollen alle Touristen mal drin schwimmen. Ja, ich würde das lieber eher nicht machen. Also ich stehe nicht so auf Dreckswasser schwimmen. Ich denke mal, ihr auch nicht. So. Genau. Güterbahnhof. Wir wollen ja Güterbahnhof hier bauen. Verdammt nochmal. Ja, Moment. Das ist der normale Bahnhof. Das ist der Güterbahnhof. Sehr schön. Kann man den nicht drehen? Normalerweise. Ach so. Stimmt. Den muss man ja bei der Straße anbinden. Boah, ey. Meine Stimme, die ist jetzt gerade richtig am Kratzen. Ich glaube, ich muss nach dieser Folge auch schon ein Ende dann machen. Und auf jeden Fall was trinken. Alkoholfrei, ist klar, ne? Also nichts mit Alkoholgetränken hier. Nee, 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 nee. Ich bin nicht so einer. So, dann Moment. Machen wir hier mal den Güterbahnhof hin. Das würde, glaube ich, gut aussehen. So, Moment. Das würde hier gerade so gut noch gehen. Bauen wir es einfach mal hier hin und hoffen wir das Beste. Das sieht gut aus und das sieht ebenfalls gut aus. Das können wir so nehmen, ne? Hier können wir dann noch ein paar andere Sachen noch hier anschließen, also das ist kein Problem. So, Wasser und Strom braucht es natürlich, ist klar. Bis... bereits belegt. Jetzt. So. Jetzt haben wir das übrigens. Jetzt müssten hier auch die Züge reinfahren. Oh, warum ist hier Kriminalität hier? Darf doch gar nicht sein. Wie viel haben wir denn? 14%. Naja, gut, das ist schon... So, wie sieht es übrigens hier mit der Straße aus? Ist es hier besser geworden? Ja, zum Teil ist es besser. Übrigens, ich bin noch hier in 1er-Stufe, so. Aber das Problem liegt ja auch darin, dass es hier schon staut. Also hier staut es ja eigentlich schon fast. Deswegen kommen die hier kaum weiter. Und dann staut es hier in den Kreis. Ja, ich will gar nicht erst sehen, wie es jetzt hier so aussieht. Ja. Das ist mir klar geworden. Oh. Okay. Oh Mann, ey. Da ist aber ganz schön was los. Huiuiuiui. Ein neues Gebäude gebaut, okay. Also das ist schon mehr als wie kritisch, ne, würde ich mal sagen. Ja. Also, das ist schon nicht mehr gut.
meisten fahren tatsächlich hier an der Hauptstraße. Das ist wirklich extrem hier. Wir machen 14.000 plus, sehe ich gerade. Das ist ja mal richtig nice. Hab ich da gerade. Da ist ja ein Zug. Da ist tatsächlich schon ein Zug. Das läuft schon richtig gut anscheinend hier. Ja, geil. Das wollte ich doch, dass es hier gut läuft. Das macht mir halt da ein bisschen Sorgen, dass hier ein bisschen rot ist. Aber ach komm, das wird schon mit der Zeit, ne? glaube ich ja nicht, aber okay. Ja, Industrie bräuchten wir ganz dringend, wurde gesagt. Ja, ja, ich weiß, Spiel. Du brauchst mir das nicht zu sagen. Ich weiß, dass ich Industrie brauche. Nur muss ich jetzt mal hier ganz kurz gucken. Gibt es hier irgendwas Spezielles in der Nähe? Nee, nicht wirklich. Okay. Es gibt anscheinend hier nichts ganz Spezielles. Obwohl, hier haben wir Kohle. Nee, Öl, meine ich. Wie komme ich jetzt auf Kohle? Weil Kohle eigentlich immer so gräulich ist. Meine Güte, ey. Hier haben wir drei Anbindungen. Soll ich es riskieren? Da noch eine vierte machen? Dass es da nach oben geht? Ach komm, das mache ich jetzt mal. Ach, da muss ich drüber. So, Moment, ich muss ja mal ganz, ganz kurz schnell hier mal. Ja, das ist ein kleines Problem. Moment. Das wir ja hoffentlich gleich lösen können. So. Konnten wir erfolgreich lösen. Na, was sagt ihr jetzt? Ist doch perfekt geworden. Sieht doch nice aus, die Brücke. Super Straße, die einfach hier mitten vor den Bäumen hier aufhört. Ach, ist das nicht schön hier? Ich würde hier mit dem Auto stehen bleiben und die ganze Zeit nur hier hingucken. Aber ganz ehrlich, die Bäume wackeln schon ein bisschen extrem, oder? Ich glaube nicht, dass es gerade so windig ist. Sieht aber mega witzig aus, muss ich schon ehrlich zugeben. Also, oh Mann. Egal, so, jetzt machen wir einfach mal hier so ein bisschen Industriegebiet und das will ich hier gerne mal schön markieren. Indem ich einfach hier so ein bisschen. Das geht so schon, ja. Ja, gut. So. Und dann. Nee, ist genau so. Jetzt hier noch rüber. Zack. Ich denke, hier so fast irgendwo müsste ich noch mal hier rein. Ist zwar quadratisch, aber quadratisch praktisch gut, ne? Würde ich mal sagen. Ist so. Ist tatsächlich so.
nämlich perfekt erwischt. Das war ich hier nochmal und dann mache ich hier noch so in der Mitte so. So hinauf. Passt schon. Jetzt habe ich einmal zu früh weggeklickt, denn ich möchte hier noch so quer reinbauen. Damit hier anscheinend ein bisschen weniger Stau sein sollte. Damit man hier auch richtig schnell überall hinkommt. Aber ob das jetzt wirklich viel besser ist, wage ich zu bezweifeln jetzt ganz einfach mal. Da muss ich mal gucken. Ob das wirklich viel besser ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich mach schon ein Industriegebiet. Nerv mich nicht, Spiel. Meine Güte, ey, der hetzt aber wirklich hier, so dass ich hier vergessen habe, hier Öl einzustellen. So, Moment. Nein, ich will doch hier Öl. So, zack, und Richtlinien und Rauchverbot. Knallhart. Haustierverbot. Das wäre lustig. Kein Haustier hier haben. Nee, mache ich natürlich nicht. Ist ja Blödsinn. Warum nicht? Warum denn hier kein Haustier haben? Stimmt, ich soll ja auch Wasser hier setzen, ne? Weil sonst meckern die gleich wieder rum hier. Oh nein, da baut schon einer. Der wird gleich hier rummeckern. Dass ja kein Wasser vorhanden ist, ey. Das ist ja voll ein Spaß, ey. Das ist kein Wasser, ey. So komme ich mir jetzt schon vor. Ist bereits, ja. Ich bin auch bereits schon belegt hier. So. Stromprobleme ohne Ende, ey. Das darf doch nicht wahr sein. So, jetzt nicht mehr. So, Industrienachfrage ist wieder ganz nach unten gegangen. Ist ja klar. Kaum baue ich ein bisschen Industrie, schon ist hier wieder... Ah. Ist klar, ist klar. Ist schon klar. Aber ich glaube, es läuft jetzt, ne? Also wir können hier mal... ich weiß gar nicht, ob das hier... Moment. ...131 Bürger. Naja, ob das sich lohnt, ist es eine andere Frage, ne? Ich glaube eher noch nicht so wirklich. Wir machen aber auch gerade richtig Minus von Bevölkerung. Ich verstehe gerade auch nicht warum. Warum haben wir hier ein Bevölkerungsproblem? Ja. Da wird noch gebaut. Aber warum habe ich hier Minus? Strom passt, Wasser passt, Müll passt auch gerade noch so. Gesundheit passt normalerweise auch. Jo. Also daran kann es auch nicht liegen. Dann Brand ist eher nicht so der Fall, obwohl hier müsste ich noch hin platzieren. Kriminalität ist auch nicht so hoch. Gut, gebildet sind sie halt nicht so gut, aber wir brauchten heute schon Bildung, ne? Heute gibt's ja YouTube. Da kann man sich die Bildung hernehmen. Nee, natürlich ist es leider nicht so, also nicht, dass ihr jetzt glaubt, dass man von YouTube schon die ganze Bildung hernimmt. Nee, so sieht's leider nicht so aus.
Wäre zwar vielleicht schön gewesen, aber ist aber nicht so. Ja. Haben wir immer noch nicht genug von den Dingens. Ganz schön extrem hier. Jo, sieht doch schon gut aus. Der müsste entleert werden. Der ist auch schon fast fällig. Kommt ein bisschen was zu. Das sind ja... Warum sind so viele gestorben? Gute ist, wir machen sehr viel Plus momentan. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum das hier so viele sterben. Komm, ich mache jetzt einige Sachen jetzt mal hier auf Maximum, weil, ganz ehrlich, ich habe jetzt momentan das Geld. Dann investiere ich das lieber dort rein, als wie sonst irgendwas. Soll, stimmt, die sollten wir auch mal hier so nach und nach bauen, ne? Stadion könnten wir bauen. Könnten aber auch andere Sachen bauen. Das würde hier auch ein bisschen beitragen. Da ist... Was ist denn? Achso, die Stromleitung ist im Weg. Ist blöd. Aber hier passt es rein. Das geht doch perfekt. Kann jedes Gebäude nur einmal bauen, ne? Ich weiß nicht, ob sich das im Industriegebiet lohnt, sowas hinzubauen. Ich glaube eher nicht so, oder? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ausschlaggebend ist in Industrie. Bauen wir halt ein paar schicke Häuser hier. Ja, ich glaube, da wird auf jeden Fall sicherlich jemand hier einkaufen gehen, aber ist mir jetzt egal. Ich baue jetzt mal hier diese Gebäude hin. Opernhaus. Wo baut man das Opernhaus hin? Hier oben vielleicht irgendwo? Hier könnten wir es hinbauen. Das machen wir einfach mal. Dann, was haben wir hier denn noch? Boah, Alter, wie riesig, ey. Das ist echt schon abnormal riesig, das Gebäude, ne? Muss ich mal zugeben. Das ist doch krass. Und das Stadion, wo platzieren wir das Stadion hin? Das ist eine gute Frage. Vielleicht hier so irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß jetzt echt ehrlich gesagt nicht, wo ich jetzt das Stadion auf die Schnelle hin platzieren soll. Vielleicht hier? War auch ziemlich interessant, ne? Für die Leute. So, einfach hier mal ein Stadion hier reingesetzt. Ich glaube, die werden sich auch ziemlich freuen. Aber die Gebäude sehen schon richtig geil aus. Und das Schöne ist, es ist hier ein Fußballfeld drin. Sieht aber ziemlich nice aus. Aber die Häuser, ne? Die sind jetzt schon etwas schöner geworden, habe ich so das Gefühl. Ja gut, wenn man jetzt von den ganzen Totenköpfen hier absieht, ne, sieht es eigentlich hier gut aus.
Moment, ich kann hier nochmal so ein Dingens reinbauen. Ja, der ist sowieso überfordert. Oh nee, warte, ich guck, wo hier ein bisschen mehr Platz ist. Hier zum Beispiel. Baue ich hier noch eins hin. Hier ist sowieso ein bisschen Totengefahr hier gerade. Dann baue ich noch eines hier hin. So. Das muss aber jetzt reichen hier, weil sonst drehe ich hier echt durch. Oh, Viererstufe schon. Das ist ja mal nice. Das ist richtig awesome. Also manche Häuser, die entwickeln sich schon richtig gut. Hier noch ein Vierer. Krass. Hier brennt's gerade. Ich bin wieder in Überlänge. Gut, dann würde ich auch sagen, dann würde ich hier auch wieder mal beenden und meine Stimme jetzt ein bisschen schonen. Ja, das Blöde ist, ich muss ja morgen mindestens eine Folge noch aufnehmen. Ach ja. Aber. Was mache ich nicht so alles für euch, ne? Vielleicht sollte ich nicht immer abends aufnehmen. Das wäre vielleicht auch eine gute Idee. Vielleicht auch mal zum Mittag oder Nachmittag oder so aufnehmen. Aber in der Nacht habe ich so das Gefühl, ist es ganz schlecht. Also, da kann ich nicht so viel reden. Obwohl, jetzt geht's gerade noch. Aber ich wette, irgendwann bricht es gleich wieder ein und dann ist. Nee. Gut, dann will ich auch erstmal sagen, dann war es erstmal für diese Aufnahme und ja, schaut in der nächsten Folge wieder vorbei und dann schauen wir mal, wie sich die Stadt hier noch ein bisschen entwickelt und was wir dann noch für Gebäude und so weiter freischalten und ja, also bis dahin, ciao.